Die Schweiz hat ihre erste Olympiamedaille. Es ist Silber. Gold hat man sich gehofft, aber die beiden Gerler, Beret und Rios, haben jetzt gerade gespielt. Wir sind hier beim CC Glarus. Sie spielen beide unter der Flagge vom Gerling Club Glarus. Der Präsident, der Bruno Oswald, wie geht es Ihnen? Ja, die Enttäuschungen sind sicher da nach einem Finalspiel, weil die Emotionen sind da gewesen, die Hoffnung ist da gewesen, das Glarner Wetter hat sich rausgeputzt. Von dort her, ja, aber ich meine, in 5 Minuten kommt dann von unten auf die Freude. Es ist Silber an einer Olympiade und das ist geil. Man hat es gemerkt, am Schluss jetzt mit Fieber noch und dann doch müssen aufgeben, nicht bis zum Schluss können spielen. Ihr habt aber trotzdem alle geklatscht am Schluss. Ja, es ist eine Silbermedaille an der Olympiade. Das ist ein so ein schmaler Grat. Und man muss auch sagen, die Kanadier haben ein super Turnier gespielt. Es sind erfahrene Görler. Es war ein starker Gegner gewesen. Und ja, heute einfach ein Müde stark. Aber von dort her, die Freude ist da. Man ist stolz auf die beiden. Es ist eine Silbermedaille für die Schweiz. Es ist die erste Medaillen jetzt an diesen Olympiaden und das tut vielleicht auch den anderen Sportler ein bisschen den Rücken wegnehmen, weil man ist jetzt im Medaillenspiegel dabei. Und für das Glarnerland ist lässig. Wir haben eine Medaille, die dahinter kommt. Für unseren Club, es ist die dritte Olympiamedaille. Das ist toll. Nicht nichts, oder? Jawohl. Und wir sind nicht ein Riesenclub, oder? Von dort her, ja, sind wir stolz auf die beiden. Man sieht es jetzt gerade, wir sind hier im Clublokal. Da hinten spielen sie am Gerling. Es ist nicht wahnsinnig gross, es ist gemütlich. Wie ist es jetzt für Sie als Club, dass Sie jetzt die ganze Schweiz hat das Spiel jetzt mitgeschaut und es ist eine Olympiamedaille und Ihr Club hat sie geholt? Macht Sie das als Präsident sehr stolz? Logisch macht einem das stolz, aber es ist so, ich bin jetzt der Präsident. Da braucht es einen Haufen Vorarbeit, das ist ein Vorstand. Unsere Vorgänger, all die Trainer über die vielen Jahre, die die Jungen gefördert haben, das ist ein Team, das über Jahre, Jahrzehnte den Erfolg ermöglicht hat und von dort her, ja, ist man stolz. Und wie ist es für Sie, dass es jetzt gerade im Görling, weil es sonst einmal nicht so im Fokus steht, vielleicht jetzt für die Allgemeinheit, wie Sie natürlich schon, dass jetzt gerade das Görling die erste olympische Medaille holt? Tut dem Sport gut, oder? Tut dem Sport gut, ja. Es wird ja etwa die ein belächelt. Wir hören zu viel von denen, die da von einem Verein her kommen, mal üben. Ja, Görling, da ein bisschen Stein schieben. Aber wenn man das erste Mal gewusst hat, weiss die Präzision, die es braucht, es ist ein Hochleistungssport. Jetzt wollen wir noch am Schluss doch ein bisschen Analysen machen. An was ist denn jetzt gelegen? An einem zu starken Gegner. Und die haben sehr, sehr präzise gespielt. In den entscheidenden Momenten ist bei uns vielleicht ein Zentimeter gegen Jenny und Rios gelaufen. Von dort her, ja. Es ist, ich will jetzt nicht gross etwas von der Taktik sagen. Eine gewisse Enttäuschung ist noch da, aber eben in 2-3 Minuten oder in 10 Minuten kommt Freude. Noch ein bisschen setzen lassen. Wohl. Sehr gut, danke Ihnen vielmals. Ich gratuliere nochmal. Merci vielmals. Messi, gehen Sie noch feiern heute? Ja, jetzt ist man ein bisschen da und am Abend ist normaler Spielbetrieb vom Club her. Es wird sicher ein Feier geben, wenn er zurückkommt. Das auf alle Fälle. Super, danke vielmals. Wir gehen da noch schnell ein bisschen weiter. Genau, es ist natürlich ein riesiges Medieninteresse, fast mehr Medienvertreter noch als Zuschauer, die hier haben. Jetzt haben wir jetzt auch noch den Trainer, der bei Ihnen sie zur Weltmeisterschaft geführt hat. Das ist jetzt auch noch gerade in einem Interview. Wir gehen mal schnell da vorne durch, damit wir das ganze Clubhäuschen noch sehen. Jenny Perret und der Martin Rios, beide unter dem CC Glarus, wo sie auftreten. Da haben alle sich eingerichtet. Gehörnchen mit Kacke hat es gegeben im Vereinslokal. Jetzt natürlich alle Gerling-Freunde da hinkommen und schauen. Entschuldigung, darf ich Sie kurz fragen? Wie ist bei Ihnen im Moment? Freude oder das Leid, das überwiegt? Selbstverständlich Freude. Eine Silbermedaille ist eine sehr hohe Auszeichnung und wir sind sehr stolz.
da, CC Glarus, dass wir erstens die erste Medaille können platzieren in Korea. Und wie gesagt, Silber ist sensationell. Wir gratulieren natürlich unserem Team sehr herzlich. Aber das Ziel war klar. Sie sind auf das Pyeongchang und haben gesagt, wir wollen Gold holen. Ja, das Ziel muss man immer hoch stecken. Das ist eine normale Sache im Sport. Und die haben das sehr gut gemacht. Es ist ein Spiel, es gibt immer Gewinner und Verlierer. Das ist Ihre Analyse. Was hat es am Schluss, oder was haben Sie gut gemacht und was vielleicht weniger gut? Was gut gemacht haben, sie haben alles wollen. Und dann irgendwann ist es ein Nervenspiel. Und dann gibt es einmal einen Fehlstein und das ist sehr oft ausschlaggebend. Jetzt sind Sie da mit Freunden das zusammen schauen, oder spielen Sie zusammen in einem Girling-Team? Ich spiele auch da in Glarus in einem Team, seit über 20 Jahren. Und wir haben es sehr gut und wir sind auch glücklich, dass wir eben so Junioren haben, die kommen. Der war auch mal Junior gewesen, natürlich, und hat schon ziemlich viel Erfolg gebracht. Wir in unserem Alter, wir spielen noch zum Plausch. Wunderbar. Geht es heute noch fest, oder? Sie sind schon dran, glaube ich. Ja, das Fest wird da stattfinden. Ich glaube, erst wenn er dann zurückkommt, dann werden wir sicher da noch den richtigen Empfang veranlassen. Tipptopp, danke Ihnen vielmals. Viel Spass noch, wünsche ich Ihnen. So, jetzt laufen wir dann schnell hier durch, die Herren. Excuse. Wir können noch schnell hinschauen, schnell einen Blick aufs Eis. Eben, wie wir sehen, das ist nicht ein riesiger Club. Drei Rinken zum Spielen, ein relativ überschaubares. Jetzt komme ich ganz kurz. Herr Hösli, darf ich ganz kurz? Excuse, schnell. Merci. Was sagen Sie dazu? Glücklich oder ein bisschen enttäuscht? Ja, im ersten Moment bin ich jetzt natürlich enttäuscht. Man geht in ein Spiel, um es zu gewinnen. Man geht in ein Finale, nicht um zu verlieren. Und, ja, es ist eine Niederlage und es war eine relativ klare Niederlage. Das ist ein bisschen Enttäuschung, ist da, ja. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt, wenn wir ein bisschen Zeit haben und zurückschauen, dann nachher werden wir Freude haben, alle, dass die Schweizer Medaille hat, dass die Glarnerlander Medaille hat, dass die Gölling Club Glarissen Medaille hat, dass der Rios und Jenny belohnt worden sind für ihre Anstrengungen. Das wird sicher mit der Zeit überwiegen. Aber im Moment ist Gott Fuchs jetzt noch klein. Sie sind Trainer, haben Sie zum Weltmeistertitel geführt. Was ist denn jetzt gelegen? Was gelegen? Dass Sie im Finale gekommen sind, dass Sie so gut sind. Ja. Also die Silbermedaille, das Ziel war ja ganz klar Gold gewesen, das haben Sie auch gesagt. Ja, also im Finale war es einfach so, dass Kanada stärker war. Kanada hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Es war vor einem Jahr, als ich noch dort gehockt bin, im Finale eigentlich auch so gewesen, nur ist dann am Schluss Nerven ins Spiel kam, die Nerven flattern kam, wo der Kanadierin, die hat dann einen Stein gespielt, der uns geholfen hat, und wir konnten es zum Schluss noch kehren. Das hat da nicht mehr der Fall sein, weil der Vorsprung eigentlich für die Kanadier schon zu gross war. Es hat dort so dritten Ende mit der Viererhütte hat es angefangen. Dort, das war eine zu grosse Hypothek. Das war so der Punkt. Man hat das Gefühl gehabt, der Martin Rios hat schon besser gespielt. Haben Sie am Schluss ein bisschen die Nerven geflattert? Sie kennen ihn ja sehr gut. Ja, ich glaube nicht, dass es die Nerven flattern war. Es ist nicht ganz sich selber gesehen. Das kann man auch richtig analysiert kommentieren. Was es genau war, das muss man selber fragen. Er war nicht so angespannt wie sonst. Vielleicht hat er einfach probiert, so zu geniessen. Vielleicht hat er gefunden, ich bin jetzt am Ziel. Das ist jetzt das Final, das ich unbedingt gewinnen will. Vielleicht ist es verkrampft, ich weiß es nicht. Muss man mit ihm reden. Von der Ferne aus ist es schwierig, eine Ferndiagnose zu machen. Aber er ist nicht ganz sich selber, er kann mehr. Und ja, vielleicht zeigt er es einmal noch. Mal schauen. Ich kenne ihn nie gut, es ärgert mich wahrscheinlich selber bis zum höchsten Mass. Was ist er für ein Typ? Er ist, halb Spanier, halb Schweizer und das ist eine explosive Mischung. Er hat das Temperament von einem Spanier und die Bodenständigkeit von einem Schweizer. Der harte Kopf, wenn er sich etwas in den Kopf setzt, will er es unbedingt machen. Es ist gut möglich, dass er durch das, dass er jetzt
nur Silber hat, dass er sagt, ich will das noch besser machen, dass er jetzt durch das noch dabei bleibt, auch wenn er mit 36 Jahren schon der älteste Olympiateilnehmer von der Schweizer Delegation ist. Aber das, im Curling ist das schon noch möglich, wenn man fit ist. Federer ist auch so alt und ist noch der Beste vom Tennis. Also das geht schon. Ist gut möglich. Und das wird ihn sehr, sehr, sehr ärgern jetzt, ja. Aber er wird darüber wegkommen. Und eben, vielleicht sport es sogar an zu neuen Taten, wer weiß. Es hätte Ihnen vielleicht gut getan, wenn Sie wieder ein bisschen gekifelt hätten. Das haben Sie heute nämlich nicht so viel gemacht. Haben Sie das früher schon immer gemacht? Ja, es hat mir gedacht, es war fast zu brav gewesen. Eben, es ist so klein, ich weiss es nicht, schwierig mit der Ferndiagnose, aber so klein, wirklich so ein bisschen zufrieden ist man schon, wir haben ja sicher eine Medaille. Und das letzte Quäntchen Kiefel oder Ehrgeiz hat ein bisschen gefehlt, das tut mir auch. Sie sind nicht ganz sich selber gewesen wie sonst, das habe ich schon auch das Gefühl, ja. Aber warum, wieso, was, müssen wir zuerst mit dem reden, um das wirklich von dir zu sagen. Eben, Sie kennen ja seit Jahre, haben Sie früher schon immer so, brauchen Sie das? Wie waschen Sie sich zusammen so viel Kiefeln? Gehört das wie zu Ihnen dazu? Haben Sie das früher immer schon so gemacht? Ja, also Sie sind ja privat ein Paar gewesen und dann auseinander und dann hat es quasi angefangen. Und Sie haben ein paar Mal überlegt, ob Sie das weiterziehen, das Projekt, und Sie sind immer zum Schluss gekommen, ja. Und sie haben dann ja anfangs diese Saison probiert, ein bisschen mehr Harmonie untereinander zu walten zu lassen, und dann sind die Resultate ausgeblieben. Und jetzt sind sie wieder zum anderen zurückgekehrt. Offenbar brauchen sie es. Es funktioniert, wenn sie die Emotionen drin haben, wenn sie sich selber sind, wenn sie voll dabei sind, dann haben sie gar keine Zeit zum nervös werden oder für andere Gedanken. Und das andere muss man halt abprallen lassen. Starke Athleten halten das aus und es ist ihr Weg zum Erfolg und sie haben die Olympiamedaillen und das muss zuerst jemand nachmachen, oder? Was würden Sie jetzt, wenn Sie jetzt zu Ihnen auf Pyeongchang die Garderobe könnten oder gerade direkt auf Sie, was würden Sie Ihnen jetzt sagen, wenn Sie Ihr Trainer wären? Ja, im Moment muss man beide wahrscheinlich einfach mal das erste Mal eine Weile Ruhe lassen. Einfach mal selber sein. Gar nicht gross, du kannst fast nichts sagen, wo stimmt oder wo funktioniert. Sie wissen es selber, es ist schade um die Chancen, aber es ist gut Silber und das wissen Sie selber. Und ich würde sie jetzt einfach mal in Ruhe lassen und ein bisschen verpuffen lassen und nachher dann mit ihnen analysieren, warum und wirklich diskutieren, ob man noch einmal will, so eine Kampagne starten. Es gäbe noch ein Treppchen mehr aufzugehen, wäre ja schön. Oder ob man sich das nicht mehr will antun, weil es sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viele Empfehlungen, die sie da gemacht haben. Geht es bei Ihnen jetzt noch weiter? Gibt es noch ein Fest oder gehen Sie sie abholen beim Empfang? Oder wie geht es bei Ihnen noch weiter? Ja, also jetzt heute ist so, zuerst wieder muss ich arbeiten, muss noch eine Zeitung machen, wo der Rio sicher ein Thema wird sein. Dann, heute Abend haben wir da eine Clubmeisterschaftsrunde, dann wird man sicher noch auf die Silbermedaillen anstoßen, die da sind. Ich glaube nicht, dass alle da bleiben und durchfesten, vielleicht wenn es Gold gewesen wäre, allenfalls. Und nachher gibt es sicher einen Empfang, wenn es heimkommt. Ich bin jetzt unsicher, wenn es kommt. Sie müssen das Olympische Dorf früher verlassen, wenn sie keine Medaille haben, als wenn sie eine Medaille haben. Also voraus hätte er auch nicht können sagen, wann er heimkommt. Das müssen wir jetzt abklären. Aber ja, ganz allein wird er nicht mehr sagen, das feiern, wenn er dann mal landet und ja, zurückkommt in sein geliebtes Glarnerland. Wunderbar, perfekt. Ich gratuliere. Trotzdem, oder? Trotzdem. Zum Silber, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist. Perfekt, danke Ihnen vielmals. Ist Olympiamedaille und so viel gibt es nicht am Canton Glaris. Es ist Vreni Schneider mit 5, es ist der Eckhard Fasser mit Bob. Und dann sind nur noch 3 Görler-Medaillen. Valera Spelt in 06 Turin, Jan Huser 2010 zu Vancouver, Silber und Bronze und jetzt noch ein Silber. Also das ist eine super Leistung. Ja. Perfekt, danke Ihnen vielmals. Also Silbermedaille im Gerling, die erste olympische Medaille. Es war am Anfang ein bisschen enttäuschend, als der Entscheid gefallen ist. Sie haben nicht fertig gespielt, weil es irgendwann klar war, dass sie nicht mehr aufhören können, dass es eben bei Silber bleibt. Gold haben sie eigentlich angesagt, aber trotzdem am Schluss nachher da im Lokal hat jeder geklatscht und ist zufrieden gewesen. Und man ist stolz im Glanerland auf die erste Olympia-Silbermedaille im Gerling.